Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind wieder auf der Biker Days. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder böse Briefe und Schriftsätze von den Vegetariern. Wir sind jetzt natürlich wieder dort, wo es am Geschehen ist. Wir sind dort, wo es Grills gibt, dort, wo es Schweinchen gibt, am Spieß. Ihr seht hier wieder unseren Western Grill komplett. Wir gehen jetzt danach gleich mal rüber zum Schweinle und gucken mal, was unser Schweinle macht. Das liegt schon, wie lange liegt Schweinle schon? 3 Stunden. 3 Stunden. Tut das schon ein bisschen schwitzen, das seht ihr mal wieder. Man muss auch eines sehen, ihr habt vorher schon Videos gesehen von den Gastros. Es wird hier nichts kaputt gemacht, es wird nichts geschlachtet, ohne dass es wirklich mit Liebe gemacht wird. Und es ist hier genau gleich. Und jetzt sind wir. Und jetzt sind wir hier bei den Free Riethausener Biker-Schlechter. Und die haben jedes Jahr ein ganz tolles Bouquet da mit Grillsachen. Ich stinke jetzt schon wieder richtig nach Rauch. Wer macht mir mal ein bisschen was erzählen von euch? Tom, unser Bräsi. Bräsi, los! Also wir stehen jetzt nachher vor unserem Grill mit unseren 2 Obergrillmeister. Der Hennes, dann haben wir der Scout, der Teg genannt. Ja? Das sind unsere 2 Obergriller. Dann haben wir unseren Metzger Andi mit seiner Frau, mit der Manu. Ja? Und ich bin der Tom. Dahinter läuft der Letti gerade davor. Der Letti ist einer von der anderen. Das ist der, wo die ganze Schraube in den Stand reindreht und wieder rausdreht. Dahinter hockt unseren Opa. Der Oskar. Ja? Oskar hat gerade eben gemütlich. Mach mal Winke-Winke machen, Oskar. Mach mal Winke-Winke. Ja? Und Tamara, geht's nicht. Tamara an unserer Zwiebelstation. Ja? Der ist Zwiebelstation. Klasse, und da seht ihr jetzt auch wieder die tollen Zwiebeln. Das ist geil. Toll. Es ist also ganze Vegetarier, genau, gibt es auch Zwiebeln. Also genau, und die guten. Wir guten haben aber auch. Weckle. Es gibt auch Kartoffelsalat. Ah ja, natürlich. Ja. Guck, da, der oberschwäbische Kartoffelsalat. Genau. Klasse. So vom Feinsten. Klasse. Ja? Dann schweifen wir mal rüber an unsere Getränketheke. Ja? Jawohl. Halt. Da ist einmal die Petra. Halt. Das muss man gesehen haben. Und was haben wir da jetzt zum Trinken? Das ist der Schwaber Tequila. Wer das nicht kennt, das ist Schwarzwurst, Senf und ein Schnäpsle. Geil. Ja? Absolut geil. Klasse. Da vorne natürlich die ganze Leute ride on, rock in oder wie auch immer. Ja? Ohne die das gar nicht mehr machbar wäre, das Event. Klasse. Die da drüber gehören natürlich auch alle dazu. Ja? Alle Jahre wieder. Wie viele Leute habt ihr da im Einsatz? Mir? Ja. Das sind ja fast 20 Leute, oder? Nein, wir sind 12. 12. Mit unserer Frau, ohne die das Ganze gar nicht gegangen. Okay. Ja. Kommen noch mehr dazu? Jetzt gehen wir noch ein bisschen über an den Grill. Wir gehen mal ein Schweinle rüber und du erklärst noch ein bisschen was vom Schweinle. Also, Leute, wenn sowas nicht geil ist, dann weiß ich nichts mehr, was geil ist. Man muss sich einfach im Klaren sein, unsere Vorgänger vor 2000 Jahren, die waren auch schon Sammler und Jäger. Die haben Mammuts gejagt, die haben zum Überleben gemacht. Also wir brauchen sicherlich auch Fleisch. Und wenn man das sieht, wie hier das Fleisch aufbereitet wird, das ist eine Kunst. Das ist einfach Kunst. Das ist richtige Kunst. Leute, und jetzt schauen wir uns das mal an, was wir hier noch alles haben. Natürlich Grills, alle Arten, wo wir da haben. Fangen wir hier an. Ja? Da haben wir unser Asado so. Das ist eigentlich eher showmäßig. Ja, wobei das Teil richtig lecker ist, für die, die Fleisch mögen. Die hat lang zum Garen, ca. 8 Stunden am offenen Feuer. Okay. Ja, das geht natürlich da drüber in diese Grillstationen, wo die Schweine die große drin haben, geht das wesentlich schneller, muss es auch, weil die Leute will ja verköstigt werden, mal zumindest die Fleischessende. Ja. Und bei uns ist alles noch handmade und keine Attrappe oder irgendwas, das brauchen wir heute. Ja. Wie wir auch, Jungs, wir sind alle echt. Ja. Und die Schweine, die kommen aus der Region, die sind nicht irgendwo eingeflogen worden oder sonstige Sachen. Wir verkaufen Zeug aus der Region und nicht irgendwoher. Ja? Und die Schweine haben da drin im Grill. Wisst ihr, wo die Sau herkommt? Die Sau kommt vom Schwabenland. Wisst ihr der Züchter oder sowas? Anton Obermeier Riethausen. Aha, seht ihr? Also, es ist wirklich etwas ganz Tolles.
Es wird da nichts irgendwo auf die Masse gemacht oder es ist so mit Liebe gemacht alles. Und man muss dazu sagen, es sieht einfach toll aus. Tut ihr die versprühen mit was? Die wird an zwei Tage vorher wird die präpariert von unserem Metzger Andi. Die wird mit ca. 7 Liter Kochsalzlösung wird die aufgespritzt, damit die richtig saftig bleibt. Alles andere kann man vergessen. Okay. Ja. Die Sau hat da drin in dem Grill ca. 5 Stunden, hat 35 Kilo gemetzgert, so wie sie drinnen hängt, ja, und gibt in etwa 80 bis 90 Portionen. Oha. Ja. Okay. Und das Ganze haben wir hier und da drüber sind nochmal 2 drin, also es ist genug für alle da. Klasse. Darf man da nochmal eine Frage, wenn ihr die jetzt fachgemäß ausbeugt habt, ja, und die Portionen verteilt haben, was bleibt da eigentlich übrig? Ein Knochen. Nur Knochen. Nur die Knochen. Vielleicht mal ein wenig Fett. Und hier liegt halt die Mäge, hat dann Hackfleisch und so. Aber sonst nur Knochen. Ja. Aber Fett ist halt ein Aromaträger und das ist halt auch wichtig. Gell? Okay, ja, okay. Also haben wir nichts irgendwo, dass wir sagen könnten, da machen wir jetzt eine Mülldeponie oder nein, irgendwas nein, auf. Nein, absolut nichts. Alles. Ja. Naja, also Leute, es ist sowas von geil. Und wenn ihr seht, was die hier aufzieht mit ihrer Grillstation und den hübschen Frauen im Hintergrund. Ich habe die hübsche Frau, die habe ich heute Nacht ins Nachtgebet mit eingeschlossen und habe das Problem gehabt, dass ich noch die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Gell? Es ist einfach nur klasse. Und vor allem dieser Western-Grill, das ist ein, naja. Das ist ja das, was bei den Leuten ankommt, genau, ganz einfach. Wir brauchen nichts einfach verstecken, wir wollen uns nicht hinter Liebe machen, sondern das, was ganz bei einfach uns ist, können die genau Leute angucken. Man wird jetzt modern sagen, das ist ein Eyecatcher, aber das ist ein Hingucker, einfach ein schwäbischer Aber es Hingucker ist live. Live, absolut. Und das kann komm ich Ihnen empfehlen, wir Biker Days 2019 bei der Riedhauser Anrücke. Und in eigener Sache, am 4.8. dieses Jahr, Samstag, der 4.8., haben wir eine geile Bikerparty und da haben wir noch ein geiles Teil, ein Special. Da gibt es eine Erdlochsau. Das muss man kennt haben. Da kennen wir alle anderen. Ist das in Riedlingen? Das oder? Ist in Riedhauser. Riedhauser. In Riedhauser. Alles klar. Ja. Also, liebe Leute, ihr habt es gehört. Wann war es nochmal Datum? Am 4.8. Der erste Samstag im August, könnt ihr euch merken, ist jedes Jahr immer der erste Samstag im August. Und dieses Jahr ist es der 4.8. Riedhauser, Matzer Steig, ist angeschrieben. Absolut geil. Jetzt werden wir ein Problem haben, dass die Riedhauser noch so viele Gäste bekommen, dass sie mit den Schweinen und mit dem Futter nicht nachkommen. Das lass schon mal unser Sorge sein. So, ich verbleibe jetzt mal mit den tollen kulinarischen Grundlagen. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger.